Mein heutiger Rum ist ein verschollen geglaubtes Rezept aus der amerikanischen Prohibition der späten 20er Jahre und es geht um Ananas und die trifft auf das Beste aus Tobago, Trinidad, Barbados und der Dominikanischen Republik. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven, herzlich willkommen auf Rumtastisch. Hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums. Heute geht es um etwas ganz Besonderes und zwar hier um den Remedy Pineapple und der hat heute Vermarktungsstart und deswegen seid ihr mit die Ersten, die die Flasche quasi hier sehen. Ich bin mal gespannt, wie er schmeckt, aber zuerst möchte ich noch mal was von der Flasche sagen, denn euch fällt sicher auf, die sieht aus wie so eine Apothekerflasche und wer meine anderen beiden Remedy Videos schon gesehen hat, die über das Elixier und die über den Spiced Rum, die kennen diese Flaschenform bereits. Die Flasche, die erinnert an die Legende des Frank M. Farrington, der war Drogerist in der amerikanischen Prohibition der späten 20er Jahre. Und dort war es nämlich verboten, Alkohol auszuschenken oder auch Alkohol zu verkaufen. Und er als findiger Drogerist hat ein Heilmittel kreiert, deswegen auch Remedy, hat es Remedy genannt und hat es in Apothekerflaschen abgefüllt und hat es als Medizin verkauft. Sehr guter Trick. Später wurde Remedy dann auch noch im Moulin Rouge ausgeschenkt und deswegen hat es tatsächlich auch Weltruhm erreicht, also dieses Getränk, der Rum. Und soweit die Legende und nun geht sie weiter. Denn der Frank M. Farrington hat wohl auf seinem Weg zum Supermarkt irgendwann die Tropengöttin hier entdeckt und hat sie mit nach Hause genommen, hat sie zerlegt, hat ihren Sud dann anschließend destilliert und den dann vermehlt mit einem alten Blended Rum, den er noch bei sich im Regal stehen hatte. Es handelte sich da um das Beste aus Trinidad, Tobago, Barbados und der Dominikanischen Republik und gemischt mit diesem Sud der Tropengöttin, gemischt mit dem kam dann der Remedy Pineapple heraus. Dieses Rezept war offensichtlich verschollen bis heute. Jedenfalls hat man es wiedergefunden und hier jetzt in diese Flasche gepackt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was uns da erwartet. Wir schauen uns die Flasche nochmal genauer an. Und da ist es so, dass, wie gesagt, die Flasche an sich an eine braune Apothekerflasche, so wie sie früher in den Apotheken standen, erinnert. Aber die anderen beiden Remedies, die haben, ich zeige euch die Flasche einfach mal, die haben ein Label, das halt tatsächlich so von der Farbgebung und auch hier von den Aufdrucken, das sind so medizinische Kräuter und hier auch so ein Kessel, in dem etwas gebraut wird, an Medizin erinnern, während die neue Flasche tatsächlich, na, ich möchte sagen, etwas tropischer aussieht. Erstmal ist das Emblem nicht wie sonst in Pergamin, Grau, in so einem Beige gehalten, sondern in einem hellen Grün, was sehr, sehr gut aussieht, meiner Meinung nach. Und die großen Kontraste sind halt grün-gelb. Wir sehen anstelle der medizinischen Aufdrucke überall Ananas an der Seite und tropische Früchte, tropische Zeichnungen. Vorne haben wir, wie bei jeder Flasche, ganz groß Remedy draufstehen. Dann darunter Pineapple in dunkelgrün in großer, fetter Schrift. Das sieht auch schon mal sehr gut aus. Und ganz oben drüber ist so ein kleines Banner, The Tropical Treasure. Also der Tropenschatz ist hier in der Flasche enthalten. Unten lesen wir Spirit Drink und was ich dann noch sehr genial hier auf dem Label fand, wo ich echt schmunzeln musste, ist hier diese persiflierte Version des Esculap-Stabs. Ihr kennt den Stab, das ist dieses medizinische Kreuz mit dem Adler oben, wo sich die Schlange so drumherum windet und hier haben wir eine Ananas mit einer Schlange, die sich drum windet und hier wirklich sehr böse zischelnd oben guckt. Da musste ich wirklich schmunzeln, dass das hier auf die Weise so persifliert wird. Und darunter sehen wir dann die Unterschrift von Frank M. Farrington, der nämlich seine Rezepte hier immer unterschrieben hat. Und das sehen wir auf der rechten Seite dann hier auch, wie auf jedem anderen Remedy Rum tatsächlich auch. Auf der Rückseite der Flasche könnt ihr von der Geschichte Frank M. Farringtons lesen. Die ist hier nochmal kurz draufgedruckt. Und was sonst noch ganz witzig ist, die Flasche hat so ein kleines Blatt. Und normalerweise war an diesen Apothekerflaschen die Dosierungsanleitung
Und hier kann man diesmal auch im Grunde eine Dosierungsanleitung lesen. Es handelt sich nämlich um einen Cocktail, den man damit machen kann und wie man ihn halt dosiert. Passt also auch ganz gut an eine Medizinflasche, fand ich ganz cool. Genug von der Flasche, genug von Frank M. Farrington. Verpasst auf jeden Fall nicht die anderen beiden Remedy-Rums. Guckt euch die auf jeden Fall nochmal an und schaut euch auch gerne alle anderen Rums an. Die findet ihr alle auf der Homepage rumtastisch.de und könnt da auch filtern. Denn da erzähle ich jeweils bei der Remedy-Flasche natürlich noch mehr über Frank M. Farrington. Von daher sehr interessant. Klickt euch da rein. Wow, und alles, was ich rieche, welche Überraschung, ist Ananas. Ich rieche eine vollreife, etwas spritzige, fruchtige, süße Ananas. Sehr genial. Das ist irre, die riecht so richtig, richtig reif. Und da ist auch so ein Hauch von Vanille noch bei, finde ich. Richtig genial. Ich bin gespannt. Prost. Und im Mund breitet sich sofort auch dieser vollreife Geschmack einer Ananas aus. Man hat so eine leichte Kräuternote, würde ich sagen, sowas Würziges zumindest. Und so eine leichte Bitterkeit auch, die hier tatsächlich im Abgang jetzt auch immer auffälliger noch wird. Aber ansonsten richtig genial süße, aber nicht zu süße, würzige, vollreife Ananas. Sehr genial. Auch jetzt beim zweiten Mal riechen kommt der Geruch der Ananas am meisten raus. Ich meine, ich habe auch so ein ganz leichtes Raucharoma dabei, dass ich so, als wenn das geröstete Ananas wäre, aber nur ganz leicht ist so dieser Ton dabei. Und die Fruchtigkeit und diese Vollmundigkeit, diese Vollreife, die steht definitiv im Vordergrund. Genial, das ist nicht zu süß, also das ist nicht wie so ein Ananas-Bonbon, würde ich sagen, sondern schon diese Würzigkeit, dieses leicht Bittere schwingt auf jeden Fall mit, finde ich einen sehr coolen Ausgleich auf jeden Fall. Und dann hat man natürlich noch diesen Alkoholgeschmack dabei, sehr genial. Die Vanille ist wirklich nur ein ganz leichter Hauch, die riecht man mehr, als dass man sie schmeckt, finde ich, aber das schmeckt richtig gut. Ihr Lieben, wenn ihr fruchtigen Rum mögt und wenn ihr auf Süßrum steht, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig gut aufgehoben. Ich werde euch den Link unten in die Videobeschreibung packen, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal schauen. Und schaut auch auf rumtastisch.de dabei, denn da spielt er ab heute natürlich auch mit. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, teilt es mit euren Freunden und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin nüchtern bleiben. Prost!